Ja, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Ja, mein Vater und meine Mutter haben mir mal gesagt, ich sei ein Vogel. Aber jetzt habe ich einen hier, der Vögel fotografiert. Also, er ist sicher kein Vogel, das ist der Fredi Buchmann. Die Eltern unter euch kennen ihn sicher. Er hatte ein Geschäft in der Buchser Bahnhofstrasse, einen Fotohandel, einen Fotoverkauf. Er hat selber auch gefüttert. Von dem erzählt er alles. Ich möchte nur zuerst mal ein bisschen sagen, wie ich ihn erlebt habe. Er war immer dienstig, immer hilfsbereit. Das war etwas, noch, wo man hergehen konnte, wenn man ein Problem hatte. Das ist leider jetzt auch in der grossen Buchser Bahnhofstrasse leider auf diesem Bereich nicht mehr der Fall. Schade eigentlich, ja. Fredi, du bist schon längere Zeit jetzt natürlich pensioniert, gell? Aber ja. Eben, früher bist denn du einmal und deine Frau ist vor allem im Laden hingestanden, gell? Und dann du natürlich auch. Also wie bist denn du überhaupt zum Föteln gekommen? Ja, ist natürlich klar. Mein Vater war schon Fotograf. Und dann war man natürlich irgendwie angesteckt schon, von Natur her. Wo es dann darum ging, was zu lernen, habe ich dann einfach entschieden, ja, ich will den Beruf erlernen. Und dann ist es so losgegangen. Keine andere Wahl gehabt? Nein, eigentlich nicht. Bin ich, gut, man hat natürlich die Traumprüfe früher am Kopf gehabt, oder? Von Piloten und so. Und dann vergisst es dann schnell. Und dann, ich habe schon als Bub einen kleinen alten Fotoapparat gehabt, habe schon rumhantiert mit ihm. Und dann, Verein denn? Ja, da, ich weiß nicht. Aber genau. Kleinstomatik 100? Nein, das sind nur noch mal 4x4 Filme, sind das 127er Filme, das war noch uralt. Ja, und dann bist du da reingewachsen, das ganze Zeug, oder? Und dann hat es natürlich dann geheißen, ja, jetzt gehst du mal lernen, oder? Und dann kommst du wieder mal jemand heim, oder? Und dann hat dann der Vater halt gesundheitshalber müssen hören und dann bin ich halt blitzartig eingestiegen. Als Jungen eigentlich, ja. Was hast du denn heute vor allem gemacht? Also ein Porträt, oder? Ja, hast du ein Studio natürlich. Wir hatten natürlich ein Studio gehabt. Und dann hat man natürlich technische Aufnahmen gehabt. Also Maschinen. Also Industrie dann? Ja, Industrie, Maschinen fotografieren. Und dann, eben, vor allem dann ist Personenfotografie ist dann gross gewesen, daheim im Studio. Ja. Dann hat man natürlich Hochzeitsreportagen gemacht, das war normal gewesen. Und dann eben den Fotohandel betrieben, oder? Immer quasi das Zweite? Also. Nein, wir hatten einen Angestellten, ich hatte dann von Zimbli an, hatte ich immer einen Lehrling gehabt. Und dann meistens eine Verkäuferin oder eine Fotofachangestellte. Ja, ja. Ich habe einfach immer deine Frau gesehen. Ja, die ist natürlich dann dort gestanden, wenn ich auswärts im Fotografieren war. Oder? Das war normal. Ist heute noch normal, wenn man den Telefon ja, ja. Nimmt immer die Frau ab. Ja. Das ist normal. Ja. Darum hast du ja gesagt, ich hätte die Sekretärin gerade mitgenommen in Pension, oder? Ja, genau. Hat mir so getan. Ja. Und dann, damals ist das noch gelaufen, oder? In der Buchser Bahnstrasse. Ja, natürlich. Wir hatten natürlich dann noch goldige Zeiten, gehabt, bis dann dort das Digital langsam gekommen ist. Und dann hat es dann einige Bewegungszüge gebracht. Ich habe bei dir noch Nikon einen Coolpix gekauft, so kann man erinnern. Ja, da bist du nie gesehen. Ja, hat man können drüllen, drehen. Subjektiv abdrehen, genau. Die Frau hat mir so erklärt, oder? Ja. Ja, und dann ist natürlich das immer stärker gekommen. Und dann hat es dann langsam Einbussen gehabt, oder? Und dann sind natürlich dann Discounter gekommen. Hast du eigentlich auch schon digital gefüttert? Hast du ja. Wir haben dann schnell umgestellt sure. Im Studio. Ja, schnell. Aha, du bist nicht einer von denen, der gesagt hat, das andere ist besser. Nein. Nicht, ich wusste, da musst du mitmachen. Ja. Und dann haben wir dann die ersten Computer gehabt, oder? Und dann hast du da die. Ja, einen Commodore oder was? Nein, ich weiß nicht mehr, wie es heisst. Auf jeden Fall hat man dann da noch die Programmiersprache ein bisschen lernen. Was mir dann nicht viel gesagt hat. Ich habe einfach ein Gerät gebraucht, wo ich wusste, wie ich es bei denen fertig muss. Außenschluss. Und das ist dann auch so cool, oder? Aber das Studio hast du selber eingerichtet? Hast du so mit dem Licht und allem? Alles. Ja. Hast du dann auch gelernt, Beleuchtung? Natürlich. Dann ist das, was wir jetzt so haben, fast ein bisschen primitiv für dich. He? Ja, nein, das ist etwas anderes. Wir haben natürlich früher Blitzlicht gebraucht. Aha, ja. Oder? Blitzlicht, das war von der Farbtemperatur bis Tageslicht. Das war für uns das Wichtigste. Ja. Wir haben kein Kunstlicht können brauchen. Oder? Jawohl, ja. Und das ist mir in einem Studio noch geblitzt. Aha. Ja, oder? Und dann bist du hergekommen, gell? Hast du dann einmal so gute Fotos ausgestellt? Das war damals nicht so ein Problem, die Leute ausstellen, gell? Nein. Die haben sich noch gerne gezeigt in deinem Schaufenster. Ja. Mich hast du nicht ausgestellt. Ja, das wäre schön gewesen, gell? Was soll ich sagen? Nein, das ist dann.
Das war dann normal. Gegen den Schluss mussten wir dann die Leute langsam fragen, ob wir die Bilder überhaupt ausstellen. Und dann hat es viele gegeben, die gesagt haben, nein, will ich nicht haben. Ja. Und dann, das ist dann eben ein bisschen problematisch geworden. Hast du nie geflucht, weil es einen Zehenschnitt da hat? Nein. Nie Theater gekommen, hat es immer funktioniert. Einfach dort hat er gesehen, aber kein Problem. Und dann hast du Industriereportage gemacht, gell? Natürlich, wir haben natürlich dann Metalli war dann, Pago war. Dann haben wir natürlich noch mit Architekten haben wir noch gut können geschäften, die dann die Häuser bauen haben. Da hat man dann müssen gehen. Ja, das war dann interessant gewesen. Aber nachher war schon alles am Boden gewesen, gell? Alles. Also, ja. Es ist dann von dort weg, wo dann das Fotografieren also richtig fürs Volk gemacht wurde, ist natürlich Haufen. Selber das gemacht, oder? Ja, und das Geschäft, das ist mit dem Verkauf der Geräte, ist ja nichts mehr gewesen, oder? Ist immer abwärts gegangen. Alles abwärts gegangen. Ja. Und dann sind dann hast du noch dürfen beraten, gell? Ja. Ein bisschen Garantiearbeiten ausführen. Ja. Wir haben es dann beraten und dann gekauft haben sie es an einem anderen Ort. Genau. Das ist normal. Wir sind mal weiter weg, gell? Ja. Wir haben Haufen erlebt. Ja. Aber ich habe mich dann noch nur aufgeregt. Hat ja nichts gebraucht. Dann hast du verkauft, gell? Dann bist du weggegangen. Und dann warst du mal am Bodensee. Jawohl. Wir hatten schon längere Zeit am Bodensee ein Häuschen gehabt, im Alterei. Da haben wir es gebraucht für das Wochenende. Oder? Jawohl. Wir haben dann etwas Sack an der Bahnhofstrasse am Wochenende. Und darum sind wir dann dort am Samstag um 4 ins Bündel gepackt. Und dann sind wir rein. Also noch, wo das Geschäft noch kam. Ja. Das ist 2007. 2007 war es, wo wir es auch geschafft haben. Ja. Und dann sind wir natürlich am Samstag eben jung gewesen, oder? Ja. Und dann sind wir einmal angekommen, einen Samstag. Und dann sehe ich auf dem Balken, beim Vordach unten hin, ein Vogelnest. Also bei deinem... Mit dem Häuschen, ja. Bodensee. Und dann habe ich noch zur Frau gesagt, komm, wir müssen das weg, sonst ist nachher alles verdreckt. Dann haben wir das nächste weg. Eine Woche später war es wieder. Hast du dort schon etwas verstanden von Feuer? Nein, überhaupt nicht. Nein. Komm, jetzt machen wir einen Test. Schau mal hier. Jetzt haben wir das. Was ist das hier? Das ist ein Weisswangengang. Komm jetzt. Ja. Da kannst du mir auch gerne alles sagen. Nein. Das ist es. Das ist das eine. Ja. Und zwar, das ist ganz etwas Abnormales. Die gibt es hier oben nicht. Aha. Die sind im hohen Norden und da gibt es die ziemlich viel. Ja. Hoi. Und das war ein Einzelner, die habe ich in Meierfelde oben fotografiert. Ja. Ach, das ist eine Seltenheit, dass man in Meierfelde erwischt. Ja, das ist vielleicht einmalig, dass du die hast, siehst du vielleicht nie mehr. Aha, ja du, dann gehen wir mal weiter, da ist schon so einer. Das ist ein Nachtreiher. Ja, also so schnell wie du da sagst, und schon mich gar nicht, ein Nachtreiher? Das ist ein Nachtreiher, den habe ich in Mallorca fotografiert. Heula. Ja. Du bist schon in Mallorca, gell? Ja. Also da hast du... Jedes Jahr einmal. Jawohl, da hast du irgendetwas, hast du mir per Mail ein paar Bilder geschickt und dann irgendwo hast du mir da so ein Ding drauf tun, warte noch, da finden wir jetzt schon, da wären wir noch lustig gesagt. Irgendwann hast du mir ein Gebiet drauf tun, Mallorca. Ich glaube, das ist es, gell? Jawohl. Das ist das hier. Das ist von oben nachher. Das ist dein Vogelparadies hier. Das ist ein Naturpark, der ist... Also das ist hier, ja? Ja, das ist der Teil. Der ganze Teil hier, Teil. Das ist das Meer. Aha, jawohl. Das sind noch ein paar Hotels. Jawohl. Und hier, da, das ist alles Naturschutzgebiet. Jawohl. Und zwar, das ist etwa so gross wie die ganze Gemeinde Buchs. Aha. Ja, da kannst du nur zu Fuß oder mit dem Velo rein. Und dann gehst du jedes Jahr eine Woche, zwei dorthin? Ja, und zwar immer etwa Anfang April. Und zwar aus dem Grund. Weil da hat es immer Zugvögel, die auf dem Weg sind in den Norden und da machen sie Rast. Aha. Dann tun sie da auffuttern, jawohl, Energie holen und dann gehen sie weiter. Und das ist gerade so Anfang April, kommen die dann? Ja, und wo hockst du denn da? Ja, das ist dann eine Frage. In einem Zelt hinten, oder? Nein. Die haben hier sogenannte Heiz gemacht. Das sind Hütten. Ja. Da kannst du reinhocken. Und dann hat es Schlitz, wo kannst du rausfotografieren. Oder? Ja. Und da hockt ein Fotograf neben dem anderen. Oder? Die Frau war auch dabei? Ja. Das sind einfach Hütten, Holzhütten. Ja. Da hat es eine Holzbank und ein kleines Tischli. Und eben ein Schlitz. Jawohl. Und dort kannst du rausfotografieren. Und dann musst du schnell sein, gell? Ja, das ist dann so. Da hockst du 3-4 Stunden hin in dieser Hütte und schaust, was läuft und geht, oder? Aha. Und dann lernst du vor allem noch viele Leute kennen. Aha, ja. Das ist interessant, da kommt es von der ganzen Welt her. Aha, Also wir haben
Amerikaner getroffen, Finnländer, jawohl, Norweger, alles hat es gehabt. Jawohl. Ja. Und da, dann dahinter, wo dann dort waren? Ja, ja. Das hat dann auch nur Ornithologen. Die sind dann nur mit dem Feldstecher dort und sichten den Weg um. Aha. Hoi, hoi. Ja, ja. Ah, jetzt aber. Ja. So, das ist ein ziemlich international. Und dann hockst du dort hin, stundenlang. Stundenlang. Schauen. Ja. Schauen, hören. Also jetzt sind die Landschaft aus, wie man das hier sieht. Jawohl. Und jetzt hat es hier in dem Wasser hinten, da sickert natürlich überall Vögel umeinander. Die sogenannten... kannst du nicht reden mit der Frau? Weißt du, wie man mit einem Jäger im Hochstand sieht? Man tut ganz leislich reden miteinander. Ja. Also, ja. Wäre nichts für mich. Ja. Nein, es darf zum Beispiel auch kein Handy schälen oder so. Aha. Nein. Nicht das bei uns hier, wo es ein bisschen geruscht hat. Das muss schon eher ruhig sein. Aha. Ja. Und dann hat es dann hier in diesem Wasser hinten, hat es eben... sogenannte Limicol. Was ist das? Das sind Vogelarten, die eigentlich der Lebensraum, aha, eben der Sumpf oder Schlickflächen sind. Jawohl. Da habe ich dann auch drunter dort, ja, irgendwo einmal mitgegeben. Das ist nicht. Das ist... Da, das ist jetzt zum Beispiel ein Säbelschnäbler. Ja. Der hat jetzt gerade noch drei Junge. Also du bist da wie ein Lexikon. Was ist das, ein Säbel? Säbelschnäbler heisst der. Und zwar ist das, die habe ich das letzte Jahr gemacht, die haben das erste Mal hier unten gebrütet. Ja. Und die sind schätzungsweise etwa 200 Meter von mir weg gewesen. Und ich habe natürlich ein rechtes Tele. Also das ist Mallorca? Das ist Mallorca, ja. Also Tele heisst 600er, oder? Ja, also 800 habe ich hier unten. Ja, und wie kommst du jetzt ab 7? Ja, das musst du auflegen. Ja, ja. Da tust du im Heid, tust das beim Fenster auflegen. Jawohl, ja. Und dann Verschlusszeit? Ja, da musst du dann etwa eine Tausendstel nehmen. Aha. Ja. Ja. Und alles Autofokus? Nur Autofokus, ja. Und dann habe ich die gesehen und plötzlich schupft mir einer nebenzu und redet auf Spanisch mit mir. Eben, über die Fotos nicht können haben von mir. Er sei hier vom Naturpark, er sei ein Ranger. Ja. Und das sei das erste Mal, dass der Säbelschnäbler hier Junge hat. Ja. Sie wollten es gerne in ihre Homepage schicken. Und dann gesagt, ja, ich denke, es dann schicken. Ja. Dann haben ihm dann die Fotos geschickt und dann aus Post, wenn die Standort weiter kam, die sind ausgeflippt, verfreut. Eben, gell? Ja. Ja. Ja, und das ist eben... Du noch mal schnell, ja, vielleicht gerade ein bisschen näher her. Ja. Da siehst du sofort, der Vogel ist scharf, ja, hinten, ja, ist auch scharf. Ja. Aber dann gibst du, sag, du, meine Dame, mit Autofokus, hast du 100-mal abgerasselt und gedrückt, oder? Das tust du immer. Ha? Ja. Und dann? Ja, und dann nimmst du die Beste raus. 40 Fotos und eins. Ja, so im, ja, Schnitt. Ja. Oder jetzt kannst du dir vorstellen, die Kamera macht 10 Bilder pro Sekunde. Ja, 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 und dann drückst du vielleicht 3-4 Sekunden. Jawohl. Dann gibt es, ja, ein paar. Ja. Und dann nimmst du die Beste raus. Eben, aber es sind dann auch ein paar unscharfe natürlich. So, ja, gell? Also, ja, in der Regel nicht. Nicht? Nein, ja, in der Regel nicht. Ja. Du bist immer noch Nikon. Ja, ja. Ja, ja. Ja. Ja, ich tue es umeinander. Du tust umeinander? Nein. Ja, ja, gut, ja. Und dann hast du das ganze Arsenal dabei, einmal alle, nein, Objektive? Oder? Nein. Da hast du praktisch nur zwei Objektive. Aha. Eins Rechtsteile, oder? Für die Weiten. Also dann Blende 2,8 oder? 5,6. 5,6, ja, 5,6. Ja, sonst wäre es schwer. Ja, ja, also das Objektiv, das, ja, ich habe, das hat 800, das hat dort mal schon 6 Kilo gehabt. Ja. Und dann das Gehäuse noch 1 Kilo. Und schon gleich mit 3,0 gekostet. Ja? Ja, das kostet ein bisschen mehr. Kostet ein bisschen mehr. Also in der Pension bist du unrentabel geworden, hä? Ja, kann man sagen. Ja. Ja. Und darum, aber man merkt dann eben langsam, dass du immer mehr brauchst. Ja. Oder? Also, ja. Am Anfang bist du natürlich bescheiden mit einem Teleobjektiv dahinter. Und dann hast du dann langsam gemerkt, dass es lange näher hin, oder? Ja. Und dann hast du dann eben alle ein bisschen aufgerüstet. Ja, oder? Ja. Ja. Eben, und das ist natürlich schon. Also ich meine, und dann hast du eben eine Tele dabei und dann was denn sonst noch? Zwei Gehäuse. Ah. Immer zwei Gehäuse. Oh, dort musst du einen Ersatz haben. Im Fall, ja, dass der eine aussteigt, dass du, ja, zwei hast. Ja, ja, ja. Und dann eben ein zweites Objektiv, ja, im unteren Bereich. Ja. Und dann magst du kommen. Plus Stativ noch. Ja, ja, ja. Ein Stativ brauchst du, wenn du eine Aufnahme machst, wo du in der, ja, Hütte hin bist. Ja, das gibt es, ja, dann eben auch, ja, noch. Ja. Ja. Filmen könntest du schon, oder? Ich könnte also, auch, aber... Du hast nicht. Nein. Was ist das da? Das ist ein Turmfalk. Da habe ich das Grabs gemacht. Das war doch auch einfach gewesen. Das. Ja, da habe ich das Grabs gemacht. Und da? Das ist ein Tüpfelsumpfhund.
Ein Tüpfelsumpfhuhn. Du liegst nachtweise wach und lernst das auswendig, ha? Nein, das ist eben so. Ich fotografiere viele Vögel fotografieren und weiss gar nicht, was es ist. Aha. Und nachher gehe ich heim und hole ein Buch für. Und dann gehe ich suchen, was ist das, was ist das. Und dann bleibt es da oben. Aha. Also. Und ich habe ein Buch, da hat es etwa 500 Vogelarten drin. Jawohl. Und das ist immer gut beschrieben. Zum Beispiel eben der Schnabel. Beim Vogel musst du immer zuerst auf den Schnabel schauen. Jawohl. Was ist für eine Form. Jawohl. Und dann schaust du den Kopf an, wie ist die Zeichnung im Kopf. Ja. Und dann kommen die Flügelfedern dran und dann die Beine und der Fuß. Und anhand von denen tust du herausfinden, was es ist. Aha. Aber das ist jetzt ja schon ganz etwas Spezielles. Ja, ja, das ist der Bartgeier. Also hier also ist lang gebastelt. Hier, da, ja. Da bin ich im Ganzen etwa 10 Mal im Bergüni oben gewesen. Und den konnte ich auf einer Distanz von 370 Metern fotografieren. Nicht näher zu ich können. Und das war das grosse Problem. Der Horst, der ist total im Schatten. Und dann kommt der ganze Tag kommt keine Sonne über. Und diesen Tipp habe ich von einem Kollegen. Der hat bei einem Lieferant gearbeitet, eben, bei der Nikon. Der ruft mir eines Tages an und sagt, Fredi, ich muss sofort auf Bergün kommen, ich muss dir etwas zeigen. Na. Ja, und dann ist er mit mir im Berg gefahren, also richtig gefahren. Ja. Und hat mir dann dort in einem Hang hin gesagt, schau, dort hier musst du schauen, und ich habe nichts gesehen. Hat glaubt ihn noch. Und dann hat einen Querschuss, 300 Meter weg. 370 Meter habe ich gemessen, ja. Und da musst du dann eben Geduld haben. Also, weißt du, jetzt muss ich noch fragen, du schaust du noch ein bisschen Schokolade durch, oder? Ja. Kein Display dabei? Also, nein, ich habe einen Feldstecher. Jawohl. Und dann habe ich noch ein Fernrohr. Aha. Ja. Und dann... Unter der Frau, gell? Ja, die schaut auch sehr gut. Übrigens. Ja. Das ist bei mir einfach ganz ehrlich gesagt auch so. Wenn sie versemmeln, macht die Frau nicht richtig. Ja. Nein, meine Frau sieht sehr gut. Ja. Ja, die hat mir schon gesagt, schau dort. Das muss ich sagen. Ja. Ja, und dann da hat man natürlich den faszinierten Bartgeier, weil Bartgeier gibt es nicht viel in der Schweiz. Ja, vor allem der hast jetzt unglaublich hervorragend. Und das Bärli. Ein hockt hinten dran, der fliegt er weg. Jawohl, und die hinten ist dann noch eins Jungs. Ja. Oder? Und das ist ganz eine interessante Sache mit diesen Bartgeier. Weil die werden ja ausgesetzt jetzt. Die sind ja auch ausgerottet gewesen in der Schweiz. Ja. Ich habe gemeint, die sind viel grösser. Oder drückt das denn ja? Also die Spannweite ist. Die Spannweite von 3 Metern. Ja, das ist ordentlich. Das ist der gleiche wie der Lüst, der zum Teil Greifvogelpark hat. Ich weiss nicht einmal über einen Bartgeier. Da könnt ihr jetzt nicht einmal sagen. Ja, das sind Geier. Eben, du merkst, ich komme mit Vögeln. Nein, das ist ein absolutes Highlight, das ich dieses Jahr hatte. Und da gehe ich dann das nächste Jahr wieder. Aber da kommt sicher ein Vogelwart der Sembach und sagt, den möchten wir auch haben, oder kannst du mit denen noch zusammenarbeiten? Ja, das tue ich. Ja. Ich tue das melden. Ja. Es gibt zum Beispiel auch eine Stiftung pro Bartgeier. Ja. Und denen tue ich das auch melden. Mit Futtern natürlich. Ja, Wahnsinn. Ja. Weißt du, ich kann mich erinnern, wir hatten mal eine Vereinigung zum Schutz des Rheines gehabt, und dort hat dann einer gesagt, er hätte einen Mornellregen für den Rios gefunden, oder? Ja. Etwas Spezielles. Da ist jetzt so ein Achttier aufgenommen, mitten am Tag. Ja, das ist die Waldorrüle. Jawohl. Da habe ich auch einen Tipp bekommen. Da habe ich die Rebsteine unten fotografiert. Also weißt du, wie kommst du zu diesem Tipp? Du hast bei Ziegen zu Gleichgesinnten. Aha. Ja. Die es gleich machen. Jawohl. Und dann plötzlich kommt entweder ein Telefon oder eine E-Mail, musst du hin, schau dort, komm da rasch, oder? Ja. Und so. Und da bei dieser Waldorrüle war Folgendes. Der hat eine Meldung gemacht in der Vogelwarte. Jawohl. Und dann habe ich das gesehen und habe dem schönen Anständigen eine E-Mail geschrieben und gefragt, ob er vielleicht bereit wäre, mir zu sagen, wo er die gemacht hat. Jawohl. Und dann hat er mir gesagt, kommst du gleich an, kannst du jetzt kommen, ich zeige dir, dass es geht. Nein. Ja, und dann nachher, der ist in Altstetten. Aha. Und dann bin ich nachher und dann bist du durch den Rebstein gefahren, in ein Einfamilienhäuschenviertel. Und dort war eine riesige Tanne. Ja. Und er hat gesagt, jetzt kannst du hinschauen. Aha. Da habe ich hochgeschaut, ich habe nichts gesehen. Und dann hat er gesagt, schau dort und dort. Ja. Und schlussendlich sind in dem Baum hinten 12 Stück von diesen Vögeln gehockt. Nein. Ja.
Von denen da? Jawohl. Und dann hat er mir erklärt, die sehen nur im Winter da, im Sommer nicht. Was ist denn das innen da? Was ist das Blau und das Rot da? Das ist natürlich Himmel. Aha. Himmel. Kein Enzian auf dem Kopf. Nein. Und jetzt hast du natürlich müssen warten. Oder bis er die Augen mal aufgehört hat, oder? Warte mal. Ja, voll. Ja. Oh, jetzt habe ich rausgekippt. Well, kommt noch mal, warte noch, ich hole noch mal. Ja, genau, natürlich. Und das ist eben so, die haben normal die Augen zu den Tag durch, schlafen. Ja, und dann bist du dort und wartest, bis er mal die Augen öffnet und dann drückst du ab, oder? Und da bist du schon wieder im Hochgebirge gewesen? Das ist jawohl, am gleichen Ort. Das ist rechts davon ist der Horst. Jawohl. Von dem Bartgeier. Aha, jawohl. Und der ist immer jemand hierher gekommen. Das ist so ein Felsvorsprung. Und dann hast du natürlich, ja. Ganz Tag. Eben mit einem, weißt du, 800er Teile? Ja, da habe ich 800 gehabt. Aber dann musst du den Rad fast fixieren, oder? Ja. Sonst magst du nie noch, oder? Nein. Ja. Weißt du, da ist die Kamera auf dem Stativ fix eingerichtet, alles. Das sind dann, da habe ich da 2000 mm gehabt. Yes, Und jetzt habe ich eben aufgerüstet, jetzt bin ich dann 2400 mm. Jetzt aber du. Darum muss ich das nächste Jahr nochmal gehen. Aha. Du hast dann ein bisschen trinken, röcheln, essen. Nichts? Nein. Die Frau sagt immer zu mir, vergiss den Stall zu trinken. Ja, da bist du angespannt. Sam, habe ich bei dir sowieso schon immer das Gefühl gehabt, du bist eigentlich immer so ein bisschen, also wenn du es gemacht hast, hast du es einfach mit Liebe und Seele gemacht. Ja. Entweder oder, gell? Ja. Und wenn es nur gehauen hat, dann hast du gedacht, gleich aufhören mit dem Zeug. Oder, du bist ein Perfektionist, he? Ja, das musst du sein. Ja. Oder, weil das sind Sachen, die kommen sie nicht alltäglich. Ja. Oder? Und da musst du einfach präsent sein. Jawohl. Da geht vielleicht eine Stunde lang nichts, ist kein Vogel rum. Ja. Und plötzlich kommt ein. Ja, oder? Ja, ja, geht ein Horst und futtert, oder? Das ist unglaublich. Ja. Das ist wahnsinnig. He? Da habe ich auch das Grabs gemacht. Nein. Ja. Nein. Ich habe nie einen Videohopf gesehen. Nee. Jetzt muss ich mal zurück zu meiner Frau. Hast du schon mal ein Video gesehen? Sie, oder? Ja. Also siehst du, ich bin jedenfalls nicht der Einzige, der so Zeug nicht sieht. Also. Es ist so. Es ist ganz ein scheuer Vogel. Jawohl. Und es hat noch wenig, weil man hat eben den Brutraum und den Lebensraum hat man nicht genommen. Aber hast du vor der Pension das Zeug auch nicht gesehen? Nein. Ha? Nein. Obwohl du mit offenen Augen durch die Welt gegangen bist? Ja, da habe ich gerade den Spatz und den Buchfinger gekannt. Ah, gut, okay. Und dann ist es fertig gewesen. Ah, gut, ja, ich schon gedacht. Und das hat mich dann eben fasziniert. Ja. Dort am Bodensee unten war dann ein Vogel. Den habe ich noch gar nie gesehen. Ja. Und dann habe ich halt mal den fotografiert und dann bin ich schauen, was es war. Ja, dann war es ein Grauschnäpper. Jawohl, Und von da weg hat es mich angefangen zu packen. Ja, Liebe Zuschauer, wir schalten das immer hier einfach so live auf und die Auflösung von diesen Bildern ist halt so, wie wir es hier zeigen. Natürlich, beim Fredi Buchmann, wenn ihr unter Naturfotografie anschaut, ich blende die Zeiten ein, dann könnt ihr natürlich seine Bilder dort auch wirklich sehr, sehr schön anschauen. Und wenn ihr wirklich Interesse hättet an einem Bild, kann er das in höhere Auflösung bringen. Also das, was wir jetzt so bringen, ist jetzt rein fototechnisch und fotografisch natürlich so, wie wir es jetzt hier mit dem iPad machen. Vielleicht ist das natürlich nicht das Nonplusultra. Also du brauchst ja dann, wenn du mal so etwas live ist, musst du dann ganz super Auflösung bringen. Völlig etwas anderes natürlich. Ja. Also meine Auflösung ist über 4K. Genau, da brauchten wir eine E-Mail. Das ist jetzt die Bilder, die du geschickt hast, sind dann schon 500. Und das um. Ich weiss nur, wie viel. Ja, ich weiss es auch nur. Das ist auch. Das ist ein Regenbrachvogel. Ein Regenbrachvogel, den habe ich auch in Mallorca fotografiert. Hast du das alles auswendig gelernt für die Sendung? Nein. Die kenne ich einfach. Das heisst einfach, ja. Und warum heisst es hier Mallorca? Ja, ich weiss, dort habe ich ihn gesehen. Aha. Da habe ich den noch nie gesehen. Wenn wir jetzt mal auf ganz etwas anderes gehen, also die Pension. Ich habe dann immer gedacht, du gesagt hast, du verhofst das, geh in eine Blockwohnung, dann hast du noch ein bisschen Bodensee. Und denkst, mein Gott, das ist dem dann, er, der so umtreibig war, langweilig. Aber das war bei dir natürlich nie der Fall. Nein. Du hast jetzt etwas gesucht. Aber das ist schon wichtig, in der Pension. Ja, ich habe plötzlich gemerkt, das ist das, was ich eigentlich jetzt gerade brauche. Ja. Hat aber vorher auch gestimmt, oder? Tut es dir fast leid, dass du früher habe ich einfach Menschen fotografiert und heute fotografiere ich Vögel. Genau. Ja. Manchmal ist schon das auch ein bisschen ähnlich. Ja. Du, sicher ist es ein Reiher, nicht? Das ist ein Graureiher. Aber das Frucht ist schon da von Grabs. Ja, also Graureiher hätte ja schon gut filmen und füttern können. Ja. Aber, dass du so auf dem Mästchen verwischst,
Wie hast du das jetzt hingekriegt? Ja, da bin ich mit dem Velo dran vorbeigefahren. Das ist gerade nachdem, dass ich den Videohopf dort im Baumstamm fotografiert habe, bin ich dort abgefahren und habe das noch gesehen. Mit dem Velo? Velo, ja, ich bin viel mit dem Velo unterwegs. Ja, mit Rucksack und so weiter. Da habe ich einen Anhänger, Velo-Anhänger. Ja, ja. Ich habe einen Velo-Anhänger, den ich zusammenlegen kann. Ja. Und dann nehme ich mit ins Auto, ja, und das Velo hinten drauf. Ja. Und dann geht es ab die Post, am Bodensee unten. Kommt die Frau und ich so fotografieren. Ja. Dann fährst du irgendwo her und mit dem Auto noch Kast. Und von dort weg mit dem Velo und mit dem Anhänger. Aha. Und alles da drauf. Ja. Aber ihr meint, ihr seid der Einzige, so Sparreglementer. Nein, nein, das, so, ist, das muss ja beweglich sein. Ich habe Burli, ist schon ein Velo-Anhänger hinterher. Hinter ein bisschen grosse Lasten. Da hockt die drei, ja, im Gras hin. Das ist eine Bekassine. Der hat ja einen Schnabel. Ja, das ist jetzt ein typischer Limicol. Der stauchert immer im Sumpf und im Schlick umeinander und holt Würmer raus. Auch von da oben? Das ist ein Bodensee. Bodensee. Ja. Wie heisst er nochmal? Bekassine. Bekassine. Bekassine, ja. Wir sollten mit dir mal einen Quiz machen. Das sollten wir übrigens. Ja, alles ich wüsste glaube, ich noch nicht. Aber ich glaube, nein, aber da müssen wir mit, da muss man überlegen, bei Rheinwälder, ob wir so etwas hinkriegen mit dem Quiz. Das ist schon ungeheuer interessant. Ist doch eben fast, oh, das ist schon gut. Das ist schon gut. Ja. Das ist richtig ein Murmeltier im Fels. He? Das ist ein junger Uhu. Ein junger Uhu? Ja, ja. Und da gehe ich ins nächste Ruder hin. Ja, oh, zu Beginn? Nein, zu Chur. Aha. Ja. Du, ist denn das so ein richtiger Fototourismus? Oder bist du denn mal auch ein bisschen allein? Oder? Nein, du schaust, dass du allein bist. Ja, eben, gell? Ja. Ja, wenn, ja, ich da zum Beispiel niemandem sage, wo ich in Bergün das mache. Ja. Oder der hier, der Uhu. Ja, ja. Weißt du, ich kann mich bei Künstlerinnen, die aus den Fotos malen, die sagen, das sei das Schlimmste, wenn dann die Leute herkommen und ewig dann stören. Und so. Nein, da musst du schauen. Weil erstens musst du sehr ruhig vorgehen, weil die Vögel sind alle scheuch. Jawohl, ja. Und wenn da ein Massenauflauf kommt, dann siehst du nichts mehr von denen. Und da musst du eben die ruhig können verhalten. Jawohl, und vor allem braucht es eine riesige Geduld. Ja, sehr bescheiden. Ja. Nimmst du ein Zelt? Oder? Ja, teilweise habe ich dann ein Tarnzelt, wo ich reinhocke. Das kannst du, da geht wie ein Automat, klappt das von mir selber offen, dann kannst du reinhocken. Dompfaff, Gimpel. Jawohl, das ist ein Pärli. Hey, Mandli und Wiedel. Der erste, den ich jetzt gewusst habe. Ja, das habe ich immer. Und das schönste ist das Mändli, gell? Ja. Das ist ein Pärli, ja. Aha, genau. Ja, das ist also schon. Also eben, da hätte ich schon wieder ein Problem. Ja, das ist immer ein Stelzer. Nein. Nicht. Das ist, siehst du, jetzt kann man schleudern. Das ist ein Sandregenpfeifer. Hoi, jetzt bin ich nur sicher. Ja, aber das ist gleich. Marie habe ich den Fot. Ja, es gibt eben da drei verschiedene Regenpfeifer. Da bin ich jetzt nur sicher. Aber es ist ein Regenpfeifer. Ja. Es ist ein Regenpfeifer. Und was ist denn das da? Hey, schau, der Schritt, der drauf hat. Ja, das ist jetzt wieder ein Limicol. Da siehst du, der hat wieder einen ganz langen Schnabel. Jawohl. Da ist wieder einer, der umgestochen ist. Das ist ein Grünschenkel. Genau, das sehe ich schon. Grünschenkel. Ja. Ich hoffe, man sieht es mit unserer Auflösung da hinten unten. Ja, so hat mir der Friedi Buchmann hat einfach einen Haufen Bilder geschickt. So wie gesagt, gell, Naturfotografie heisst es. Ja, naturfotografie.ch. Und dann musst du in Ordnerien, wo steht Fotografen, weil wir sind ein paar, die die Homepage haben. Ah, ja. Gestern hatte ich eben unsere Leitung da. Ich glaube, da sieht man sie. Vielleicht sieht man sie hinten jetzt am Bildschirm. Siehst du, hast du der Gsau? Das muss jemand zu Israel sein. Ein Vogelparadies. Hast du dann die Vögel vorbeifliegen? Da muss ganz verrückt sein. So, ja. Es ist ja so. Das hat ja meistens mit dem Vogelzug zu tun. Ja. Es gibt zwei Orte. Ja. Ein geht über Israelien nach Ostafrika. Jawohl, und der andere geht über Spanien, Gibraltar. Aha, und dann geht es der Westküste auf Afrika durch. Aha, das ist in Agamonhula. Ist das. Das habe ich noch nie gehört. Ja, sie hat gesagt, das sei ganz, ganz etwas Spezielles, irgendwie in Israel. Und sie hat gemeint, also hat schon fast noch Einladung getönt. Ja, also würdest du jetzt gehen, wenn du so Israel, so irgendetwas, würdest du etwas machen? Kommt immer darauf an, überhaupt frei darfst fotografieren. Ja, wohl anscheinend, glaube ich schon. Wir zeigen da im Hintergrund zeigen wir ein paar Bilder. Jetzt eben, also du bist ja vor allem hier in der Gegend, oder? Du bist zu Mallorca. Ja. Und also Mallorca gehen wir jedes Jahr. Jedes Jahr, genau. Also das ist jetzt fünfmal, wo wir jetzt gehen. Ja. Weil sind so deine schönsten Erlebnisse auch bis jetzt? Oder gibt es also spezielle Erlebnisse? Ich muss jetzt so sagen, das Jahr
ist für mich ein absolutes Spitzenjahr gewesen. Und das hat eben angefangen mal in Mallorca mit, wir haben den Nachtreiher haben wir, den Rallenreiher haben wir. Ja. Dann ein Sichler. Den Sichler triffst du normalerweise nicht auf Mallorca an, sondern den triffst du im Osten. Jawohl, ja. Nahe Osten, dort umeinander lebt er. Ja, da haben wir das nicht drauf. Wohl, den habe ich auch irgendwo drauf, den Sichler. Vielleicht hast du das falsch gesehen. Das ist ein fantastischer Vogel. Ja. Das ist noch nicht. Hä? Ja, er hat da verschiedene. Hast du mir nein, das ist noch der Regenbrachvogel. Ja. Aber er sieht dann ähnlich, ist dort am Wasser hin. Das ist nicht. Ja. Jetzt im Winter ist es bei den anderen drauf. Man muss ein bisschen Geduld haben. Gell? Geduld braucht es aber auch beim Schauen, wenn wir am Suchen sind. Da. Vielleicht finden wir ihn. Und vielleicht finden wir ihn dann halt in diesen Bildern hin und nicht. Das ist er nicht. Das ist er. Der Sichler. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr so lange wartet bei einer Fernsehsendung, braucht Geduld. Das ist jetzt eben das ist der Sichler. Ja. Und da ist jetzt interessant, je nachdem, wie das Sonnenlicht auf die Federn leuchtet, hat er verschiedene Farben. Hoi. Das kann also sein, dass die Sonne so her ist, hinten ist brandschwarz. Aha. Und jetzt, man sieht es dort, das hat also Gröchli da hinten, Rot hat es da hinten. Jawohl. Und das ist das Interessante bei dem Vogel. Ja. Aha. Und den habe ich jetzt so in Mallorca, das Jahr. Jawohl. Und das sind 8 Stück. Wie fischt denn der? Nein. Du siehst, der hat wieder einen langen Schnabel. Ja. Der stochert wieder im Schlick rum. Aha. Ja, das ist doch wie ein Sonnenuntergang auf dem Rücken. Ja, das ist eben das Interessante mit den Federn. Je nachdem, wie das Sonnenlicht in welchem Winkel reinkommt, so, dann dementsprechend schimmert es. Schießt es denn noch? Nein, nichts. Also nichts. Kein Da Vinci, keine Bearbeitung, kein Photoshop. Höchstens heller oder dunkler machen. Ja, fertig. Genau. Aber die Kamera muss gut eingestellt haben. Ja, genau. Ja. Also selbst Schlecken heissen weg. Wenn ein Bild mal nichts ist, dann kann schon mit dem Besten bearbeiten. Na gut, dann tue ich sowieso weg. Das ist also ein gutes Jahr, das du gehabt hast. Eben. Und dann ist natürlich der Rauch dazugekommen, das Jahr noch. Der Bartgeier ist noch dazugekommen. Und das waren also die Highlights von diesem Jahr. Ja. Und das. Aber ich merke schon, wir sind jetzt am Ende von 2017. Du hast noch ein paar Pläne für das nächste Jahr. Du willst noch einiges holen. Das nächste ist wieder Mallorca, am 3. April weg. Nachher kommt der Bartgeier wieder. Ja. Dann kommt der Rauhu noch mal. Der Rauhu wird dann die Eltern noch mal haben. Aha. Ja. Ja, das sind so. Und da bleibst du einfach da. Also, du machst so lange, bis du das dann hast. Ja. Nein, natürlich. Ja. Ich habe zum Beispiel mal einen Sperber fotografiert. Da habe ich 2 Monate gebraucht, bis ich ihn hatte. Aha. Und was ist jetzt noch das, was du jetzt auch noch. Was willst du jetzt noch genau so ein bisschen haben? Mal? Ich will natürlich noch Haufen haben. Haufen will ich noch haben. Also, das heisst mit anderen Worten. Ja, du machst ja dem auf jeden Fall einfach weiter, oder? Ja, ich habe schon vielfach die Erfahrung gemacht, wenn ich mich auf etwas konzentriert habe, ich ganz etwas anderes vor die Linsen bekommen, was ich eigentlich nie erhofft hätte. Eben, manchmal schon noch etwas. Das gibt es natürlich. Weißt du, das ist jetzt wieder eine einfache Geschichte, ein Kleiber. Ja. Aber zu einer so eine Verwischung, vielleicht muss man jetzt noch ein bisschen durch, weil man dort noch einen anderen Ausschnitt hat, ich weiß es jetzt nicht. Nein. So ein Baum. Wir haben beim iPad natürlich später, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, oder? Wir arbeiten hier bei Rheinwelt und TV natürlich nicht mit der absolut brillantesten Fernsehmethode. Also, der Ausschnitt ist vielleicht jetzt ein bisschen anders. Wir müssen einfach wirklich selber mal drauf gehen, der Naturfotografie, den Link wirklich wie, damit ihr das auch wirklich findet. Und dann tun wir mal einfach die verschiedenen Fotografen, vor allem bei Friedi Buchmann, mal ein bisschen anschauen. Und wenn ihr seht, auf einem riesigen Engagement, das hier drin ist, das ist ja schon wirklich umwerfend. Das war jetzt ein Kleiber, gell? Ja. Hier haben wir einen Kernbeisser, gell? Ja. Hey, jetzt werde ich langsam kommen. Jetzt laufen wir zuerst vor dem Auf. Gut. Kernbeisser, gell? Jetzt wird der Nächste, der weiss jetzt sicher. Oh nein, oh Herr Jemine, der weiss nicht, was ist da? Ja gut, der weiss schon nicht. Wohl. Schade. Warte jetzt mal. Etwas seine Hauben. Nein, das ist ein Schnepfen. Schnepfen könnte noch sein. Ja, könnte sein. Fällt mir im Moment nicht ein. Aber selbst finde ich super. Immer da wissen wir wieder. Ein Rotkehlchen. Ein Rotkehlchen, oder? Ja. Jawohl. Ja.
Genau. Und dann haben wir natürlich hier noch, um es jetzt noch zu zeigen, das ist jetzt ein Specht, oder? Specht. Weißt du, das ist jetzt etwas, was ich natürlich selbst vom Haus so immer wieder gesehen habe. Aber ich habe nie einen so verrutscht. Ja. Braucht es Geduld. Hast du das einfach, wie du Fotograf bist, zuerst schon können? Oder braucht es eine spezielle Begabung? Ja. Also effektiv. Was ist denn die grösste Begabung, nebst der Geduld? Ja, du musst gut sehen. Ja. Gut sehen. Und jetzt vor allem bei den Vögeln gut hören. Ja, aha. Oder du hörst einen Vogel pfeifen und dann gehst du automatisch schauen, wo ist er, wo könnte er sein. Jawohl, ja. Oder? Und das lernst du mit der Zeit auch. Jeder Vogel hat seinen eigenen Gesang. Jawohl. Und jetzt zum Beispiel ein guter Ornithologe kann jeder Vogel bestimmen, nur durch einen Gesang, den er hört. Ich kann es nicht. Ich kann nur die wichtigsten. Aber du hörst es sofort, wenn du einen Vogel hörst, pfeifen, dann schaust du schon, oder? Ja. Und das ist das. Und dann ist es immer noch so, der Vogel muss dann noch so dort hocken, dass er ein anständiges Bild machen kann. Genau, oder? Ja. Und da braucht es dann eben nur wieder, zuerst einmal musst du wissen, wie ist die Art und Weise von dem Vogel, wie tut er sich bewegen, bleibt er lang an einem Ort oder nur kurz? Ja. Und dann musst du dann vor allem schauen, dass er die Kopfstellung stimmt. Kopfstellung muss stehen. Ja, und da wartest du dann halt. Und dann, ich rede eben noch viel mit den Vögeln, dann kommt der Eimer, der Kopf noch ein bisschen, kommt noch ein bisschen und dann zack. Und dann tun sie. Ja, per Zufall, ja. Also, braucht eine riesige Geduld. Ja, auf jeden Fall. Aber der Humor ist dir nie abhanden gekommen, das merke ich. Nein. Ja, wenn sie auch für dich... Viele sagen, ich spinne, dass ich noch Vögel fotografiere. Nein. Ja, das sagen viele. Das ist so eine schöne, freie Natur. Ja. Oder ich bin jetzt im Winter bin ich schwer raus. Ja. 3-4 Stunden, da bist du wunderbar warm angelegt. Oder? Hast du gerne Heizsäcke, oder? Nein, das ist eine Passion. Aha. Ich sage, ich hocke lieber raus als daheim in der Wohnung. Ja. Ja, da mache ich noch etwas Gescheites, oder? Wunschlos glücklich eigentlich, oder? Kann man sagen. Ja, dann schaut einfach mal rein. Ich blende Sie, die Adresse Naturfotografie und .ch ist noch wichtig. .ch, ja. Die Adresse kommt dann unten dran. Ja. Und dann könnt ihr mal all das anschauen. Es sind unglaublich viele, sehr, sehr gute Fotos. Weißt du überhaupt wie viele? Also, nein. Gell? Ich weiss nur, das letzte Jahr habe ich in Mallorca 4'000 Fotos geschossen. Ja, genau. Ja, und von diesen 4'000 konnte ich etwa 10% können brauchen. Ja. Und das ist gut. Das ist gut, ja. Dein grösster Wunsch? Gesund bleiben. Dass ich es noch lange machen kann und gesund bleiben. Das ist mir das Wichtigste. Ja. Mehr brauche ich nicht. Nicht bei der neuen Kamera zwischen dir wieder.